Wir sind gerade hier in Pschewodow. Das ist da, wo die Raketen im ersten Jahre des Krieges eingeschlagen sind und die NATO überlegt hat, ob sie jetzt angegriffen wurde. Das ist 5 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt in die Ukraine reinkomme. Jedenfalls werde ich es versuchen. Das heißt, wir packen die Sachen, die Katzen sind gefüttert. Die erste Katze ist draußen, die zweite Katze sitzt da hinten an der Heizung, natürlich. Komm, das war's mit dem Luxus. Ja, du willst gar nicht weg, ne? Hier geht's zu deinem Bruder. Nein, du kommst hier nicht mehr rein. Und los geht's. So. Da hinten ist sie, die ukrainische Grenze. Jetzt krieg ich Panik. Ich weiß nicht wieso. Jetzt bin ich aufgeregt. 2000 Jahre später. Okay, also die Kontrolle dauert lange. Mann, oh Mann, die lassen sich echt Zeit hier. Pro Auto nehmen die sich 10 Minuten. Also die werden uns auf jeden Fall komplett auseinandernehmen. Ich mach schon mal alle Lichter an. Bis wir in der Ukraine sind, wird's bestimmt schon dunkel sein. Die polnische Grenze haben wir schon mal. Jetzt kommt noch die ukrainische Grenze. Ich dachte, die polnische Grenzpolizei wird mir noch einen auswischen. Wegen der Festnahme da an der weißrussischen Grenze, das kleine Problem, das wir da hatten. Aber ich denke, die haben hier genug zu tun. Wo fahren sie hin? Lviv. Warum? Tourismus. Das hört sich so komisch an. Okay, jetzt noch die ukrainische Grenze. Toi, toi, toi. Okay, ich erkläre das eben. An der ukrainischen Grenze bekommt man so einen Laufzettel, auf dem man einzelne Stationen ablaufen muss und dann an jeder Station einen Stempel bekommt, wenn man das halt passiert hat. Die einzelnen Stellen auf dem Laufzettel sind natürlich ziemlich hart. Ich glaube, ich hatte 3-4 Soldaten in meinem Auto rumlaufen. Hab da auch einen netten deutschen Arzt kennengelernt, der Soldaten von der Front nach Hannover transportiert hat, und der hat mir halt geholfen, indem er den Leuten bestätigt hat, dass ich fließend Deutsch rede und mein Hintergrund so stimmt. Am Ende fährt man zu einem Soldaten, gibt den Laufzettel ab. Natürlich habe ich das Ganze nicht gefilmt. Und dann war es das auch schon. Dann kann man weiterfahren. Ah, wir haben es geschafft. Es ist arschdunkel. Ukraine. Wir sind hier an der ersten Stadt Babybykle. Keine Ahnung. Die ist ungefähr 5 Kilometer von der Grenze entfernt. Also die ukrainische Grenze war echt happig. Wirkte etwas chaotisch, aber doch ziemlich gut. Die haben da viel mehr Sachen kontrolliert, als ich sonst irgendwo in Albanien, Nordmazedonien oder Bosnien-Herzegowina oder Türkei oder sowas erlebt habe. So, ich muss jetzt schnell Geld wechseln und eine SIM-Karte holen. Das sieht doch richtig aus. Es passieren hier so viele Sachen gleichzeitig. Ich weiß noch nicht mal, wie die Währung heißt hier. Mal gucken, was man hier so kaufen kann. Oh shit. Aber für 100 Euro habe ich 4000 ukrainische Hrab oder so heißt das bekommen. Ist das geil. Einfach so in irgendein fremdes Land fahren. Sensationell. Ach ja, SIM-Karten wollte ich holen. Sorry? Wie viel Unterschied ist? Yes. I need SIM-Karten. SIM-Karten. Yes. Do I get it here? I'm not sure, but I can ask. Yeah. Oh, thank you very much. Yes, take your time. I don't see it. No, it's not here. Okay, so it's tomorrow somewhere outside in the Novorossiysk region. I don't know how. Thank you very much. Boah, ist das crazy hier, ey. Ein bisschen wie Albanien, wie Skoda oder wie Tirana. Was mir gerade so auffällt, jedes Land hat seinen eigenen Geruch. Und die Ukraine riecht ganz eigenartig. Also nicht komisch, sondern hat seinen eigenen Geruch. Das war schon das Zentrum. Das ist nur diese Straße dort. Die verkaufen Fleisch und keine SIM-Karten. Alter, was für ein Erlebnis. Nee, das geht so nicht weiter, das ist zu gefährlich. Ich laufe hier um Ecke und ich falle einfach in irgendwelche Straßenlöcher rein. Es ist auch zu dunkel. Ich weiß nicht, ob das in der ganzen Ukraine so ist. Oder ob das nur an der Stadt hier liegt. Ich suche mir jetzt ein schönes Plätzchen, wo ich pennen kann, und dann mache ich morgen weiter. Ist auf jeden Fall abgefahren. Ich freue mich einfach so sehr, endlich in einem Land zu sein, das ich einfach gar nicht kenne. Wir gucken uns erstmal das Geld an. Das sieht interessant aus. Abgefahren. Für 100 Euro habe ich 4000
Uhr bekommen. Ich habe ja kein Internet. Ich kann auch nicht mal rausfinden, wie man das ausspricht. Das finden wir morgen alles raus. Gute Nacht. Ja, ich habe bombastisch gepennt. Jetzt ist es draußen auch hell, da kann man ein bisschen was sehen. Gehen wir mal los, ne? Mir ist gestern auch noch eingefallen, wahrscheinlich haben sie extra die Lichter ausgemacht, damit es sich schlechter angreifen lässt hier. Ich bin gestern einfach nur so einen Friedhof angefahren. Können wir mal gucken, jawohl, Wasser gibt's hier auch. Boah. Das erinnert mich irgendwie an Albanien alles hier. Auch die Menschen, die das Mädel gestern super nett ist bis zur Kasse gegangen, um mir zu helfen. Sobald man die Hauptstraße verlässt, kriegt man solche Straßen hier. Ah, guck mal, Lampen haben sie auch. Ja, dann haben sie es bestimmt wegen dem Krieg ausgemacht. Die Schilder kann ich alle gar nicht lesen. Genau wie in Albanien hier. Das ist original wie in Albanien. Die Leute stellen sich einfach an die Straße und handeln mit allen Gütern, die sie haben. Hammer. Hello. SIM card? Yes. Sorry, my budget. I only speak English. English only. Pali? No, no, SIM card. Yes. Yeah. Yes. No. Yes. Sure. I need the SIM card for blah blah blah. Yes. Yes. Perfect. So you can use one? This one. That's good. So, 15 GB für ungefähr 4 Euro. Das ist schon heftig. Aber das Krasse ist, ich musste kein Perso zeigen oder so. Also bin ich jetzt anonym im Internet unterwegs. Boah, 60 Cent so ein Brot. Nudeln 60 Cent, 1 Kilo. Puh, also es ist echt herzzerreißend hier. Da stand ich an der Kasse und dann steht neben mir eine Oma an der Kasse, die ihre letzten Cents zusammenkratzt oder wie auch immer die Währung hier heißt, um sich notdürftig das Essen zum Überleben zu holen, ne? Naja, ja, hatte ich gerade ein bisschen Pipi in den Augen. Guck mal, die Hunde hier auch. Die laufen hier einfach kreuz und quer über die Straße und suchen nach Futter. Der Ukrainer auf dem Fahrrad fragt sich, was ich da eigentlich filme, weil das hier normal ist. An der Grenze habe ich einen kennengelernt, der Verwundete nach Hannover transportiert hat. Und der sagte, versprich mir eins, lass dein ganzes Geld in der Ukraine, die brauchen das. Und boah, puh. Wir fahren jetzt auch weiter, ich kann nicht hier bleiben. Das war zu viel für mich. Ich meine, oh. Zudem hat Kawa, den Vanlifer, den wir im letzten Video gesehen haben, gesagt, dass in der Stadt natürlich die Kriminalität leicht erhöht ist. Das ist im Krieg immer so, die können nicht anders, manche Leute müssen klauen. Respektiere ich auch, aber ich will es nicht provozieren, deswegen will ich jeden Tag meinen Stellplatz wechseln. Ja, und deswegen fahren wir jetzt weiter in Richtung Lviv. Mal gucken, was uns unterwegs noch alles erwartet. So. Etwas normalere Klamotten anziehen und ein herzliches Willkommen in Stare Selo. Was das hier ist, weiß ich auch nicht. Einfach so eine Fläche und ein Schrein oder? Ne, ist das was Religiöses? Ja, da ist Jesus. Wasserquelle des Dorfs oder sowas wahrscheinlich. Was ist das denn? Ein Ersatzturm? Extra Tlon, Top Security. Ja, ist bestimmt einfach nur so ein Lager, ne? Man kann hier hoch. Ich muss leise sein, ich glaube, ich darf das nicht. Boah. Ach, das ist eine Glocke. Boah. Boah. This is good. This is good. I don't know. Yeah, maybe. Hello, Oscar. Beer. Hello, hello.
Pivo, Львов. Pivo. Da, pivo. 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 Da. Da. Pivo. Da. 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 This one? Pier Momentari, go. This one? Yeah? Okay. Go with that. Thank you, thank you. I'm working for the bite, yeah. And the dubs are back. Prove it, yeah, okay. Proszę po polsku, proszę. Yeah. Ukraina, proszę? Okay. Nie. По Україні буде дякую. Дякую по українськи. А пан німець. Німець, так. Да. А я по пан я по польськи гадам. По-польськи, а по-німецьки – no. No, а, по-німецьки – no. А, я розумію трохи по-польську. А, і старі люди мовили по-польськи, прошу пана. А, окей. Бо тут була кедись Польська. А, я, Польська, окей, окей. До границі 6 кілометрів, юж 6 кілометрів з границі. Тут була польська вьоска була. Окей. А потім пішла Росія, а тепер Україна, ну і що? Що вони робили? Путіни. А пан надовго приїхав? Приїхав... Я авто, кемпер, турист. Турист, так? Область Львів. А, вім, вім, розумію. Це окей, тут? Окей, окей, окей. А тут мешка де? Кемпер авто. А, кемпер, так. А, то добре. Тут. Wszystko patrzeć, wszystko. No i jak Ukraina spodobała się panu czy nie? Nie rozumiem. Nie. Jak to po polsku mówić zaraz? Ukraina sind mega geil. Oh, die haben hier tatsächlich Münzen. Ich dachte, die hätten hier nur Scheine. Es ist hier genau wie in Albanien. Die Menschen sind der Oberknaller. Ich kann hier mit jedem reden, das ist total normal. Und dann meinte ich, ey, die Ukrainer sind total geil. Weil ich habe ja unterwegs im Baltikum auch viele kennengelernt. Aber die Deutschen sind so, Und er meinte dann so, oh, Palze, also Finger, Finger. Und dann so zeigt er den kleinen Finger. Das sind die Deutschen. Trinken so, mit dem kleinen Finger. Geiler Typ, ey, geiler Typ. Wir werden sehr viel Spaß in der Ukraine haben. Wir werden sehr viel Spaß hier haben. Oi, oi, oi. Alter Verwalter, waren das Schlaglöcher. Junge, 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 Junge. Man fährt hier eine perfekte Straße lang. Plötzlich hat man die Schlaglöcher des Todes. Was ist das denn? Warum ist denn hier ein Zeb? Ich bleibe fast stecken. Nein! Kämpfe, kämpfe, gib Gas! Willkommen irgendwo im Nirgendwo. Wow, ich habe gerade die Kamera ausgemacht. Da war eine massive Explosion. Uiuiuiui. Okay. Könnte auch was anderes gewesen sein. Ja, so habe ich es mir vorgestellt. Schön blau oben und unten. Ja, okay, müssten eigentlich Maisfelder da sein. Aber nur gut. Ich wollte eigentlich da oben auf dem Berg drauf, aber die Wege sind... Hört ihr das? Rumsi-bums, da knallt es, da knallt es. Das ist da hoch in diese Richtung. Ja, Richtung Lviv. Aber es hört sich... Es gibt doch eine App, die vor Einschlägen warnt. Die sauge ich mir mal. Ja, das könnte es sein. Na toll. Nyprikrat Pnobora. Pnobora. Installieren. Alert. Jetzt bin ich gespannt. Habe ich noch nie benutzt. Eine Region hinzufügen. Ja, ich bin doch ständig unterwegs. Kann ich Ukraine... Oh, fuck, Alter. So hat sich das an der weißrussischen Grenze in Lettland angehört. Wo bin ich denn hier? Irgendwas mit Lviv. Lvivska Region. Select all. Okay, also letzte Raketenwarnung Lviv Oblast vor fast 2 Wochen. Wir gehen da jetzt den Berg hoch und schauen mal, ob wir irgendwas sehen können. Boah. Ey, man kennt ja Sprengungen von so Steinbrüchen und sowas. Okay, schön und gut, aber das ist wirklich beängstigend. Weiß nicht, die hören sich sogar schärfer an als diese Lawinensprengungen, falls jemand mal das gehört hat. Und das wechselt immer zwischen dort und dort, so in dem Bereich. Ich weiß nicht, ob wir von da was sehen werden, weil da Bäume sind.
dachte schon wieder daran, die Drohne steigen zu lassen, aber das ist eine schlechte Idee in der Ukraine. Ja, dahinter ist noch so eine Kläranlage, Naturschutzgebiet, Wald und dann kommt auch Lviv. Ich glaube, hier gibt es nichts zu sehen. Hinfahren werde ich auf gar keinen Fall. Da sind wir noch viel zu unerfahren für. Ich werde jetzt noch die sozialen Medien ein bisschen beobachten. Also grundsätzlich werden wir uns jetzt am Auto aufhalten. Vielleicht noch zur einen Stadt zurückgehen und uns da mal ein bisschen umschauen und nachfragen, was das Knallen eigentlich sollte. Aber so grundsätzlich erstmal für den ersten Tag ruhig, ruhig, ganz ruhig. Keinen Blödsinn machen. AKA nicht sterben. Da war wieder ein Knall. Boah, das sind aber auch Explosionen. Ne? Bestimmt sind das nur Übungen, weil das hört sich eigentlich eher nach Artillerie an. Aber Artillerie, die haben ja so eine Reichweite von 30 bis 40 Kilometer maximal und so nah sind die Russen nicht. Raketen könnten kommen von der Südseite, aber wir haben weder eine Raketenwarnung. Es gibt da... Da geht's weiter, ey. Es gibt da Warnsysteme, die ankommende Raketen erkennen und dann bimmelt halt das Handy mit der Warn-App und man würde vermutlich auch einen Alarm hören in Lviv. Also sind das bestimmt nur die Ukrainer, die da Artillerieübungen machen oder sowas. Boah, ist das nicht schön. Da ist eine funkelnde Kirche, da ist eine riesige funkelnde Kirche. Da gehen wir hin, auf jeden Fall. Aber diese Aussicht mit den Vögeln und die Natur und auch die Stille. Da unten hört man manchmal jemanden hämmern. Da irgendwo aus der Richtung höre ich ganz leise ein Auto und hier überall Vögel. Und keine Flugzeuge. Schon die ganze Zeit keine Flugzeuge. Seit über einem Monat, weil ich ja die russische Grenze entlang gefahren bin. Los geht's. Boah, das könnte ich auch mal nachlackieren. Da oben natürlich die fette Macke aus Griechenland. Immer mit dabei. 2 oder 3 Kilometer, das Dörfchen trägt den Namen Maheriv. Maheriv, Maheriv. Die Luftwarn-App gibt vermehrt Warnung von Ost-Ukraine. Wir fragen gleich mal jemanden. Oh, das war ein Soldat auf dem Motorrad. Studying. Ach, Military Training? Yeah. Ah, okay. Thanks. Have a nice Good day. Night. Bye. Das waren nicht die Russen. Ihr müsst verstehen, an der Grenze, wo ich nicht gefilmt habe, das war verrückt. Jeder Einzelne haben mir Glück gewünscht. Das hat mich so fertig gemacht. Und die meinten das ernst. Und ich habe den allen gesagt, ich will nur in Oblast Lviv bleiben, also ganz im Westen von der Ukraine. Ja, ist halt Kriegsgebiet, ne? Boah, die Ukrainer sind so nett. Das ist fürchterlich. Hallo. Die sind so freundlich, ne? Dziękuję, neues Wort gelernt. Dziękuję heißt Dankeschön. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. In Polen muss man die Leute erstmal aufwärmen, bevor die einen dann aber auch tatsächlich ins Herz schließen. Und hier geht's sofort los. Die lassen sich auch mega Zeit und versuchen unterschiedliche Sprachen, versuchen das immer wieder zu erklären. Hammer. Richtig, richtig cool. What means hello in Ukraine? Hello. Hello in Ukraine. Yes. Ukraine. Yes. How? Spell it. Po polsku jest dzień dobry. I tutaj? Ukraine. Ukraine. Mnie rozumiem. Ah, okay. Okay. Dorfmädchen, man hört die immer noch gackern da hinten. Alter, ey. Ich hab das nicht aufgenommen. Kommen Jungs auf dem Motorrad vorbei und labern mich voll. Ich sag, hey, ich bin Deutscher, ich kann nur Englisch. Und sag, okay. Wir starren uns an. Und dann fahren sie weiter, drehen eine Runde, kommen zurück. Hello, hello. Das ist richtig toll hier. Ich fühle mich richtig willkommen. Man kommt in das Land rein und hat das Gefühl, dass alle Brüder und Schwestern sind. Ich muss leider zum Auto zurück. Die Sonne wirft schon viele Schatten. Ich habe noch ein paar Kilometer vor mir. Und ich habe Kohldampf. Ne, das Auto steht noch. Geil. Erstmal die Beine hoch. Oh. Na, meine Süßen.
Nächstes Ziel, Lviv. Aber das kommt dann im nächsten Video. Erstmal das 1715 ausprobieren. Lecker. Ja, das schmeckt gut. Das schmeckt gut. Das war der erste Tag in der Ukraine. Heizung läuft, die Karre ist gleich richtig warm, die Nächte sind hier ultra kalt. Ich wünsche allen Ukrainern eine gute Nacht. Euch natürlich auch oder einen guten Tag, je nachdem. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr es so fandet. Ich bin auf jeden Fall auf Lviv gespannt, weil in den Städten die Kriminalität höher sein soll. Das werden wir uns aber alles in Ruhe angucken. Ich freue mich schon und wir sehen uns unterwegs.